vor einiger Zeit habe ich das Tango Bar oder den Tango Bar vorgestellt und jetzt gibt es ja auch eine Mini-Version. Und dieses Video ist für all jene, die sich fragen, wofür man das überhaupt brauchen kann. Ich habe eine kleine Sammlung gemacht, nämlich mit Hilfe der Kommentare und Informationen, die mir Leute zugeschickt haben. Und wenn dich interessiert, wofür man das brauchen könnte, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Tango Bar. Das hier ist eine Version in Titan, das ist der große Tango Bar, den es eh schon länger gibt und jetzt seit der IWA 2022 genau, gibt es auch eine kleinere Version, die ist deutlich kleiner, selbes Prinzip, aber einfach nur kürzer, kleiner in einer Stahlausführung. Hat einiges an Gewicht, das ist schon ganz klar, aber wollen wir darauf zurückkommen, was man überhaupt damit anfangen kann. Bevor ich jetzt auf die Kommentare eingehe von den Zusehern, eine Sache. Ich habe mit einem Selbstverteidigungsexperten gesprochen, aber nicht in dem Zusammenhang am Anfang, aber dann habe ich gesehen, dass der einen Tango-Bar mit einstecken hatte. Und ich habe gefragt, aha, Tango-Bar, ja, wunderbar, das ist sehr cool. Der hat da dann auch noch ein Band rundherum gemacht und hat gesagt, ja, das ist für ihn ein ideales, weil es ja ein Werkzeug ist und somit auch ein mitführbares Selbstverteidigungstool. Da ich kein Nahkämpfer bin, kann ich das nicht beurteilen. Aber auf der anderen Seite macht das durchaus Sinn, nämlich einerseits einmal als Kubotan und auf der anderen Seite, wenn du wirklich da so ein Schnüdel drauf hast, also das könnte wirklich ein Auermacher sein. Ob das die Idee von Böker war und dem Designer, der mir jetzt momentan nicht einfallen mag, aber egal, ich gebe da unten den Link, wo du die Teile bekommen kannst, da steht das dann auch dabei, weiß ich nicht. Aber das könnte, klingt für mich zumindest plausibel, schreib mal gerne einen Kommentar, wie du das siehst. Der Uwe, der hat mir auch ein paar Informationen gegeben zu diesem Teil, der ist Feuerwehrmann und meint zum Beispiel, dass es also einfach so als Mini-Aufbruchwerkzeug geeignet sein kann. Ich habe dann auch einige Foren durchforstet in dem Zusammenhang, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Einer ein Kommentar meinte, das ist für den Mini-Einbrecher, um Fenster auszuhebeln. Also ich weiß es nicht, ja. Glaub nicht, dass ich die einen Tango-Bar in Titan leisten, aber ich weiß es nicht. Ich bin auch kein professioneller Einbrecher, auch kein hobbymäßiger Einbrecher, daher weiß ich das nicht. Könnte mir aber vorstellen. Aber ja, es soll so sein. Auf jeden Fall, er meinte, dass es zum Beispiel auch als Umlenkung zu gebrauchen ist, zum Beispiel bei einem Flaschenzug. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie man das für einen Flaschenzug einsetzen kann, aber soll so sein. Auch zum Abkratzen, das kommt dann noch einmal, Abkratzen von Substanzen. Dann beim Fahrrad, bei dem Felgenreifen in die Höhe heben, auch das klingt irgendwie interessant. Aber was schon ein bisschen cooler ist, zumindest das, wie ich es einsetzen würde oder was eine Idee ist, egal jetzt ob das große oder das kleine, ist zum Beispiel, wenn man im Outdoor-Bereich, er schreibt das da auch, wenn man einen Kocher hat, ja, oder wenn man einen Tantonka-Becher halten könnte, ja, dass man das einfädelt. Das werde ich ausprobieren, werden wir mal sehen, ob das funktioniert. Muss man sich ganz einfach anschauen. Also der Uwe meint, dass es ein Aufbruchwerkzeug ist, Flaschenzugersatz, ja, und einfach Hebelwirkung. Ja. Ein nicht namentlich genannter Zuseher meint, denke, es lässt sich sehr gut für ihn beruflich einsetzen. Er ist in der Reinigung und Instandhaltung tätig und man muss ständig irgendwas kratzen, schaben oder auch aufhebeln. Missbrauche oft meine Messer dafür, die ich dabei habe. Daher könnte ich mir das als EDC-Tool sehr gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob er gekauft hat und ob er diese Meinung noch immer hat und ob er es auch wirklich ausprobiert hat. Wir ziehen gerade um und da gibt es tatsächlich für Kasten, wir haben alle Kästen demontiert oder fast alle Kästen demontiert. Und da gibt es immer wieder mal Möglichkeiten, etwas aufzubrechen oder aufzuhebeln, den Kasten ein bisschen aufzuhebeln, dass man was drunter gibt, weil er wackelt, beziehungsweise bei der Demontage von diesen Schwebeschränken, fürchterliche Arbeit. Also ich bin ja auch handwerklich extrem unbegabt, aber egal. Da muss ich aber dazu sagen, das mag alles sein und da kann man das auch einsetzen. Aber wenn ich schon weiß, dass ich heute, oder eigentlich nicht nur heute, sondern 3 Tage lang heimwerken muss, dann habe ich ja meinen Werkzeugkoffer mit und da gibt es natürlich auch einen Schraubenschlüssel, einen Schlitzschraubenzieher, mit dem ich hebeln kann. Mag sein. Also das heißt, wenn ich wirklich handwerklich unterwegs bin, habe ich mein Werkzeug. Und da fehlt mir halt dann einfach die Fantasie. Aber vielleicht gibt es auch im EDC-Bereich wirklich Leute, die permanent hebeln müssen. Dann ist es wirklich keine schlechte Idee.
Ich weiß natürlich, dass das mit dem Hebeln so eine Sache ist. Als ich dieses Messer hier mal vorgestellt habe und da mich gefragt habe, obwohl ich das genial finde, das haben wir jetzt angepasst, oben bei mir klicken, wenn dich das interessiert, warum so ein Messer eigentlich so dick ist. Ja, warum ist ein Messer so dick? Und da war halt die Aussage, naja, zum Hebeln. Gut, jetzt ist vielleicht diese Klinge nicht optimal zum Hebeln, aber wenn man das ein bisschen anders ausführt und, aber das ist gar nicht der Punkt ist klar, kann ich dann damit hebeln. Schreibt ja auch ein Kommentator, dass er seine Messer oft zum Hebeln missbraucht. Doch da habe ich, und das muss man halt auch dazu sagen, wirklich ein Messer, das mehr oder weniger schneidet und einen Hebel, den ich benutzen kann. Hier habe ich halt, ja, wenn ich jetzt diese Selbstverteidigungskomponente wegnehme, halt nur einen Hebel. Aber halt auch ein anderes Gewicht, das darf man halt auch nicht vergessen. Ich bin mir immer noch unschlüssig, ob das etwas ist, was eine breite Masse brauchen könnte. Der Maxi schreibt zum Beispiel, man könnte auch den Ring am Ende dafür nutzen, ja, dass man ihn als Verlängerung nutzt. Das bedeutet, ich habe jetzt irgendetwas, was ich da einfädle, ja, etwas, was ein bisschen mehr aushält als dieser Kuli und kann dann noch einmal mehr Hebel mit aufbringen und noch einmal mehr Kraft aufbringen. Das ist durchaus plausibel, das leuchtet mir auch ein. Ja, daher, also einerseits kannst du ihn noch einmal besser halten, nämlich wirklich, wie ich anfangs gesagt habe, zur Selbstverteidigung, mutmaße ich jetzt. Und auf der anderen Seite, also das hier, das klingt echt sehr plausibel. Dann schreibt zum Beispiel der Leon, dass er das im Outdoor-Bereich unnötig findet. Und ja, wie gesagt, ich habe im Outdoor-Bereich jetzt auch noch keine großen Anwendungen gefunden. Das mit der Tatonka, mit dem Tatonka-Becher werde ich ausprobieren, aber auch da gibt es bessere Möglichkeiten. Ich habe jetzt den Survival Training Basic hinter mir, hier auf Valdolapate. Und da muss ich auch dazu sagen, da haben wir auch, weil es einer wissen wollte, wie man so einen Tatonka-Becher oder einen Becher, der eben nicht diese Griffe hat, von einem Gaskocher, das ist eher nicht so das Problem, aus dem Feuer rauskriegt. Und wir haben uns ganz einfach ein Stück Holz genommen, haben das ein Stück aufgesägt und konnten dann das rausnehmen. Also daher, da kann ich mir noch eher helfen. Also ich weiß nicht, ob das im Outdoor-Bereich seine Richtigkeit hat. Aber er schreibt mir, der Leon schreibt mir, dass es in dieser EDC-Welt, eine riesige Welt ja für sich, ja, in den USA Prybar, P-R-Y, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Prybar gibt. Und das Teil kostet ja 40 Euro. Ich glaube, dass der Mini deutlich günstiger ist. Ich glaube, da sind wir irgendwo bei 20 Euro oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Weiß ich aber nicht, wir haben es selbst nicht im Programm. Ich habe ihn mir geholt, weil ich ihn einfach großartig finde. Ich gebe da aber natürlich billige Eigenwerbung, den Link, wo du das erwerben kannst. Und natürlich, weil ich schon dabei bin beim billigen Eigenwerbung machen, gebe ich da den Link in meinen Shop zum Irbis und zum Beaver und all den anderen schönen Produkten, die wir selbst hier in der Rainer-Rossmann-Werkstatt herstellen, wie Vorstellhalter, Lampenhalterung und so weiter. Aber zurück zum Thema! Es ist halt so, dass ich das verstehe und ich habe mir dann diese Pry-Bar da angeschaut, also die kosten deutlich mehr. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber noch einmal, der Preis von dem Titan ist halt wirklich heftig. Auf der anderen Seite, wenn du wirklich jemand bist, der immer wieder hebeln muss, ist das echt eine Überlegung. Denn dann ist das im Vergleich zu dem, was sonst so am Markt gibt, relativ günstig. Ein ebenfalls nicht genannter Kommentator meint, als Designvorschlag könnte man hier ja diese Teile da rausbrechen und könnte hier zum Beispiel solche Bits mit einbauen, die dann mit einem Gummi, mit solchen Gummidichtungsbändern gehalten werden. Das ist sicher eine gute Idee, weil es ja das eh häufiger gibt. Stell mir aber grundsätzlich die Frage, ob ich mir dann nicht entweder von Victorinox oder eben von Leatherman diese EDC-Teile mit einstecke. Weil eins ist auch klar, wenn ich jetzt in so ein Tango-Bar maximal zwei reinkriege, dann ist es, bei mir ist es also dann zumindest, dass ich genau das, was ich eigentlich an Aufschraubteil brauche, wieder dann nicht dabei habe. Aber vielleicht bin ich da einfach eine Mimose. Aber natürlich, das wäre auch eine Möglichkeit, das Ganze noch einmal zu verbessern und aufzuwerten. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das wirklich die Idee von diesem Fähigen, glaube ich, heißt der Designer. Denn der hat auch andere Messerdesigns, die eher so in den Kampfbereich, muss man wirklich so sagen, da gibt es einen Dolch, der ist zweischneidig, was ich mir erinnern kann. Und
noch ein paar Geschichten, egal, ob das wirklich seine Idee ist, dass man damit irgendwas Schönes aufschraubt oder so, oder ob er dann nicht eben meint, dass man ein Multitool benutzt, ob Leatherman oder Victorinox einmal dahingestellt. Ja. Aber sei es drum, auch das wäre eine Verbesserungsmöglichkeit, um das Ding noch einmal aufzuwerten. Aber schreib mal gern du einen Kommentar, was du davon hältst. Sandro schreibt, er arbeitet im Gleisbau und daher braucht er permanent, um etwas zu hebeln, okay, haben wir schon drüber geredet, oder auch zu blockieren, irgendwas festzuhalten. Er benutzt dazu aber einen 8er Schlitzschraubenzieher, haben wir auch benutzt zum Kasten demontieren, aus dem Baumarkt und ist alles in Ordnung, kostet auch weniger und da er in der Arbeit ist, ist das auch ganz klar. Natürlich, sollte ich aus welchem Grund auch immer, und das ist ja diese EDC, diese Everyday Carry Fraktion und die Idee dahinter, einmal ein ähnliches Verhalten bei einem Gleis machen, bis du außerhalb der Arbeit, wo er diesen 8er Schlitzschraubenzieher nicht mit dabei hat, dann könnte das Tool wiederum helfen. Also wie gesagt, auch das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich gebe das absolut zu, ich sehe das auch so, wer professionell arbeitet, in einem bestimmten Bereich und dort permanent hebeln muss, wird was anderes zum Einsatz bringen als ein Tango-Bar. Der Gustav Huber schreibt, und das finde ich eine gute Idee, und zwar Steine aus dem Schuhprofil rausfitzeln. Interessanterweise mache ich das auch mit einem Schraubenzieher. Könnte das aber tatsächlich helfen, auch unterwegs, weil es ist immer ganz fürchterlich, wenn da irgend so ein Teil Stein drinnen steckt und du gehst und es knirscht. Also ich halte das überhaupt nicht aus, aber ich bin da mit Moos, aber es ist egal. Crumble the Cookie, was auch immer das bedeutet, meint, dass man das als Hering in einem festen Boden verwenden könnte. Ja, aber da ist mir dann eingefallen, eigentlich könnte man es auch dazu verwenden, um den Hering aus dem festen Boden wieder rauszuziehen. Weil das könnte natürlich auch mit dieser Hebelwirkung und so weiter ganz gut funktionieren. Also ja, der Michel schreibt, er könnte sich das in dem Nachhause-Rucksack, also es gibt in der Krisenvorbereitung ja den I get home bag sozusagen, ich bin auf der oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung, wurscht. Ich bin auf der Arbeit im Büro und muss dann nach Hause. Und das ist etwas weiter weg und es ist Stromausfall und sowas und überhaupt, dann brauche ich einen Rucksack, wie ich wieder nach Hause komme. Also nicht einen, ich komme nie wieder nach Hause, sondern wie komme ich heim, Rucksack. Und da hat er zum Beispiel einen großen Flachschraubendreher eingepackt, um eben zum Beispiel zu hebeln. Und da könnte er sich das hier als Ersatz vorstellen. Besonders, weil natürlich diese Titanausführung deutlich leichter ist. Ich glaube, dass Böker auch aufgehört hat, was ich mich noch an der Messe im März war, das 2022, habe ich ja das Teil schon gesehen und mit den Böker-Vertretern gesprochen. Und die sagten, den gibt es nur mehr in Edelstahl-Ausführung und nicht mehr in Titan, einfach aus Preisgründen. Aber was halt bei dieser Titan-Ausführung einfach den Charme ausmacht, ist, dass es wirklich federleicht ist und dass es eigentlich, und das muss man auch dazu sagen, eigentlich vom Gewicht her wirklich nicht mehr ins Gewicht fällt. Also wenn du irgendeine Idee hast, 40 Euro übrig, schlag zu. Der Stefan schreibt, ich hebe damit immer den Zwischenbodenplatten von Serverräumen auf. Ja. Ich weiß nicht, einen Serverraum verstehe ich, aber die Zwischenbodenplatten, aber ich könnte mir vorstellen, dass die auf so einem Gerüst sind und es ist so eine Platte und da ist so ein kleiner Spalt und da wieder reindrücken. Also es gibt wirklich Leute, die das Teil haben und wirklich einsetzen. Also der Stefan hat geschrieben, er braucht das. Also, ja. Der Günther schreibt, der Gintersdorfer Günther. Hallo übrigens, servus. Ideal zum Bier aufmachen. Ja, da gibt es auch einen Flaschenöffner dazu. Aber ja, ja. Oder man macht es mit Feuerzeug. Aber ja, warum nicht? Also ich könnte jetzt da noch viele andere Kommentare lesen, aber es war nichts mehr dabei, was mich so richtig, richtig, richtig überzeugt hat. Ich weiß nicht, ob es dich jetzt überzeugt, das zu kaufen. Musst du aber auch nicht. Musst du wirklich wahrlich nicht. Aber ich wollte einfach auch ein bisschen die Lanze brechen für diese Teile. Also viele haben ja geschrieben, es ist absoluter Müll. Das ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt auf der anderen Seite auch wirklich Leute, die das brauchen können. Also, ich weiß nicht. Jetzt habe ich noch einmal ein Video über Tango Bar gemacht. Wahrscheinlich werde ich das nie wieder in meinem Leben tun. Jetzt bist du dran, schreib mal gerne einen Kommentar, gib da unten den Link zu den Teilen, natürlich auch zu meinen, weil ich immer billige Eigenwerbung mache. Das muss da ganz klar sein. Und Daumen nach oben oder unten und sowas und überhaupt, dann rein ich raus. Ciao, ciao.